Stony TV am 6. Januar 2017. Die Stimme ist zum Start ins neue Jahr beim TSV Stein, traditionell seit gefühlten 50 Jahren, naja, nicht ganz, das Leberkäse-Turnier. Für jeden gibt es automatisch eine Portion Leberkäse gratis, der hier startet, daher der Name. Vorgabeturnier, das heißt, alle Spieler spielen in einem einzigen Teilnehmerfeld. Die Unterschiede werden durch Punktevorgabe egalisiert. Beispiel, ein Herrn D-Klassenspieler erhält von Herrn A-Spieler 7 Punkte pro Satz Vorsprung. Geht hier so langsam ans Eingemachte, das heißt, das ist schon das Halbfinale der Hauptrunde mit Löscher Hotz von der Concordia Fürth. Und wenn ich sage Hauptrunde, dann heißt das, es läuft auch längst schon die Trostrunde. Denn jeder Spieler kann 2-mal verlieren. Erst dann ist er ausgeschieden. Das ist Ngenduk oder so ähnlich, war bis vor kurzem noch Hobbyspieler, läuft hier auch unter Hobbyspieler, obwohl er, soweit ich gehört habe, mittlerweile durchaus in einem Verein spielt, nämlich Post SV Nürnberg. Möglicherweise also nicht ganz koscher, diese Art, sich hier als Hobbyspieler zu melden und dann groß aufzutrumpfen, denn der ist mehr als ein Hobbyspieler. Sonst wäre er hier auch nicht noch im Rennen. Trifft gerade mal nichts, aber wenn er trifft, ansatzlos, wo er überhaupt nicht zu erkennen, Rückhandschüsse, Vorhandschüsse, ziemlich hart. Hat nichts mit Hobbyspieler zu tun, aber Schwamm drüber. Ist ohnehin das Problem hier beim Leberkäse-Turnier, dass eigentlich jedes Jahr ein, zwei angebliche Hobbyspieler auftauchen, die dann halt entweder ewig Pause gemacht haben. Wow. Ja, ich meine, da muss man nichts dazu sagen. Wenn so ein Spieler dann 7 Punkte vorgeben muss, ist noch mit dabei. Ja, Geheimnis muss natürlich sein, dass man entweder schnell selber Druck machen kann, aber bei einer Vorgabe von 7-0 hat man da schnell auch mal den einen oder anderen Fehler im Match. Oder aber eben ein bisschen aus der Halbdistanz versucht, die Schüsse, die kommen, zu parieren. Und den sogenannten Hobbyspieler zu Fehlern zu verleiten. Beides in der Mischung ist Ayosha hier passabel gelungen, dementsprechend steht es 1-0 für ihn. Ja, aber wie gesagt, die sind schon John Wayne-mäßig aus der Hüfte ansatzlos. Ja, und bei 7-0 drei solche Bälle und es steht 10-0 und dann ist ein mühsamst erkämpfter Satzgewinn schon wieder egalisiert. Also der sogenannte Hobbyspieler hat hier mehr Punkte, reale, erspielte Punkte in diesem Satz gemacht als der A-Klassenspieler,
Das macht die Einteilung Hobbyspieler natürlich zum Farce. Aber so ist es halt. Lacht und ich glaube, Aljoscha ist hier jetzt ein bisschen genervt. Sobald ein Spielwechsel zustande kommt, sieht man nichts mehr von ihm. Das ist komplettes Hop oder Top, aber die Schüsse sind schon geil. Interessant auch, dass man den Eindruck hat, die leichten, also die hohen Bälle trifft er nicht so, aber solche wie den eben, die trifft er dann wieder, hat allerdings dann nicht zu Ende gespielt. Gedacht, das war's schon. Aber Aljoscha hat's pariert. Geh schon mal davon aus, dass in einem normalen Spiel wenn den Duck nicht ganz so hopp oder top spielt, braucht er da ja auch nicht. Aber hier ist es natürlich die absolut angesagte Taktik. Sobald er es zur Rallye kommen lässt, hat er wirklich keine Chance. Er muss auf alles drauf, was sich bewegt und hoffen, dass es kommt. Und jetzt wieder Satz bei Aljoscha zum. Ja, und da macht man Fehlaufschlag. Ich mach das Ding halt nicht zu! Zwei eins, zwei zwei. Zwei eins. Yes. So, schauen wir mal, was sich sonst noch tut in der Halle. Binde mir ziemlich viel Stimmung. Mr. Koba Commerzbank Cup. Matthias Ulrich. Im vorletzten Jahr lange vorne dabei. Rekordspieler, was die Anzahl der Turnierteilnahmen betraf. Zum Endsieg hat es nicht gereicht. Was für ein Wort, Endsieg. Streich mir lieber. Aber dann 2016 Finale in Ruhpolding. Da hat er sich die Krone aufgesetzt. Champion geworden. Koba Commerzbank Cup. Gewinner der Finalveranstaltung. Da, wo die Besten gespielt haben. Hat aber hier schon einen Einzel verloren. Ist also Trostrunde. Kann aber immer noch Champion werden, denn der Sieger der Trostrunde spielt hier das Finale gegen den Sieger der Hauptrunde. Und die beiden sind da auch noch mit dabei. Freitag und der Föhring gegen Lokalmatador Christoph Lechner, gecoacht von Jens Dölling. Oh.
klasse Return, Matthias Ulrich, der zeigt er, was er kann. Ja, muss hier schon kämpfen. Den ersten Satz hat er auf jeden Fall verloren. Wie es aktuell steht, weiß ich nicht. Max Lang. Der Methusalem, das ist nicht despektierlich gemeint, sondern Respekt, spielt in ganz hohem Alter jedes Jahr hier mit. Und wir hoffen und wünschen ihm, dass es gesundheitlich so bleibt, dass er noch lange mitspielen und auf jeden Fall nächstes Jahr wieder da sein kann. Ramadan Thailand musste ein halbes Jahr pausieren wegen Knieproblemen. Dafür ist der Sohnemann mittlerweile richtig gut dabei. Tritt in die Fußstapfen. Deutscher Meister, den geistig behinderten Handicap-Spielern. Aktuell Florian Hartig. Jetzt auch für internationale Aufgaben vorgesehen. Der Mögeldorfer hier bereits im Finale der Hauptrunde, also bislang ungeschlagen. Möglicherweise, aber das habe ich nicht ganz verfolgt. Gegen Götzelesch, Concordia Fürth. Peter Sperr, hier nicht aktiv dabei gewesen, aber sehr aktiv als Coach von Florian Hartig. Gute Lux. Und gehen wir zurück zu diesem Spiel hier. Denn da hat es gerade mal wieder eingeschlagen. Nguyen Duc. Ja, ne? Der Vietnamese, ja, jetzt hilft er wieder. Aus der Hüfte. Immer ein Satz mühsamst erkämpft für Aljoscha Barinski. Aljoscha Barinski. Und dann wieder Sätze, in denen er weniger Punkte macht als A-Klassenspieler, als dieser sogenannte Hobbyspieler. Fünfter Satz war also dann die Klatsche. Ja, wenn man 7 Punkte vorgeben muss, der andere auf jeden Fall voll drauf trommelt und dann halb trifft, dann geht es schnell mal zu 1 aus. Er also auch in irgendeinem möglicherweise schon Finale der Trostrunde. Der Halbfinale der Trostrunde. Kleinste bayerische Maßeinheit ums Asche. Platte 1, aber neues, neue Duck. Hobbyspieler gegen Masur, Finale. Oh. Klasse 7 von mir vor. Freiner, der Spieler aus Unterföhring, der macht hier ganz klare Unterschiede zwischen den Bayern, die Bayern sind, und den Bayern, die eigentlich nur Franken sind. Er befindet sich also mehr oder weniger in Feindesland, hat es aber im Griff. Nicht ganz unerwartet, ich habe das so eingeschätzt, dass Christoph Lechner auch nicht gegen ihn gewinnen wird. Und so wie es ausschaut, ist auch Mr. Cobra Cup ausgeschieden jetzt endgültig.
Der Unterfranke vom Sportpunkt Versbach hat auch sein zweites Spiel jetzt verloren. Also möglicherweise räumen hier außer Gennady Masur hauptsächlich die Spieler ab, die aus anderen Bezirken kommen, wo eventuell der TTR-Wert etwas anders eingestuft ist. Also abgesehen natürlich von unserem Hobbyspieler, der ist gut dabei mit immer 7 Punkte Vorsprung, muss sich sogar Gennady Masur hier warm anziehen. Ja. Altes Thema, zwei glückliche Kanten, Dille, Netzroller, zwei Augen zu und durch Granaten und vielleicht noch zwei leichte Fehler, die er sich da überhaupt nicht leisten darf, wenn er gewinnen will. Und er hier ist wieder durch. Aber das auf einem anderen Video und damit gleichzeitig die Einladung. So, mittlerweile sind noch 8 Leute im Rennen, 6 in der Trostrunde, 2 in der Hauptrunde. Wir haben noch Leberkäs und Getränke draußen, aber einige haben ihren Gutschein noch nicht eingelöst. Gutscheine brauchen wir dringend fürs nächste Jahr wieder. Also bitte gebt es ab, auch mit oder ohne Leberkäs. So, die Stadionsprecher mit Bernd Edelhäuser, der hier auch die Anmeldung übernommen hat. Soweit ich es mitbekommen habe, zum ersten Mal übers Internet. Früher ist es immer rechtzeitig da sein und anmelden. Da wurde es dann einigermaßen recht eng, weil noch die Teilnehmerzahl eingeschränkt ist. Und die Regie sagt, wir bleiben noch ein bisschen bei diesem Spiel hier. Guillem Duc beim Aufschlag. Als Hobbyspieler gemeldet. Aber wie ich erfahren habe, hat er schon in der Punkterunde im letzten Jahr für den Post SV Nürnberg gespielt. Ich hoffe, ich habe es nicht falsch verstanden. Ich will hier keine falschen Gerüchte in die Welt setzen, daher unter Vorbehalt. Kann sein, kann nicht sein. Müsste man im Internet mal gucken, ob er da auftaucht. Lechner, Herrn C. gegen Winkowiak, Herrn A. 5 Punkte vor. Aufschlag, Gennady Masur. Und er ist auf 8-9 ran. Netzaufschlag, habe ich gesehen. Möchte ich auch nicht beschwören bei meinen schlechten Augen. Sieht man aber auf dem Video bestimmt, ob es so war oder nicht. Und das passiert dem Gennady eigentlich öfter bei diesem Leberkäs-Turnier. 7 Punkte vorgehen, auf 9 beide aufholen. Und dann Mühe haben, den Platz noch zu gewinnen. Trotz dieser großen Überlegenheit. Aber das ist schon erstaunlich, welche Aufschläge der so einfach schießt hier. 1-0. Knapper 2 Punkte Vorsprung. Also, das ist nicht einfach. Kleiner Tipp also, wer sich für Tischtennis interessiert, speziell natürlich für Tischtennis in Bayern, aber auch für Weltstars. Waldner, Tarzan, Self, Schlager. Josef Huck, Marlon, Cianci, Chang Yike, Bolt, Ovtcharov.
und wie sie alle heißen. Oder die Allstars, Orlovsky, Dvoracek, Pansky, Laszlo Feldi, um einen ganz alten ungarischen Nationalspieler zu nennen, der dann auch für Griechenland, glaube ich, international gestartet ist. Krianga sowieso, wenn wir schon das Thema Griechenland erwähnen. Da gibt es 30.000 privat gefilmte Tischtennismatches. Und die Seite heißt Reinhard Steinbrecher. Pseudonym Top oder Seitenname für diese YouTube-Seite Talk with Me 13, Englisch, Talk with Me, sprich mit mir. Und dann die 1 und die 3, die 13. Und das alles ohne Zwischentaste, also nonstop geschrieben. Talk with Me 13. Da kann man sich austoben in Sachen Videos. Die ältesten aus den Jahren 1991. Beginnt also mit einem Schaukampf der damaligen europäischen Spitzenspielerin Olga Nemesch. Am 25. Juni 1991. Reinhard Steinbrecher Tischtennis eingeben auf YouTube. Wenn man auf Google sucht, was manchmal in Sonderfällen sogar besser funktioniert, muss man natürlich noch das Suchwort YouTube mit dazugeben. Und dann hauptsächlich entweder das Datum, also heute wäre das 2017-01-06. Oder den Ort TSV Stein. Und bei diesem Turnier funktioniert es am besten über das Wort Leberkäse. So viel ein bisschen Eigenwerbung, aber natürlich in eurem Interesse. Ich habe nichts davon, wenn ihr die Videos guckt. Aber wenn ihr Spaß habt, dann tut euch keinen Zwang an und sagt vielleicht sogar weiter. By the way, wenn wir schon Werbung machen, dann auch noch den Hinweis auf Facebook. Reinhard Steinbrecher, die Facebook-Seite Table Tennis. Da gibt es allerdings mehrere mit diesem Namen. Meine zu erkennen an den Statusbildern, auf denen Waldner Person zu sehen sind. Oder auf der Seite Table Tennis Veterans. Und ganz nebenbei möchte ich noch eine andere Seite empfehlen von einem sehr, sehr guten Freund von mir. Er heißt Günther Angenent. Hinten mit DT, Angenent Günther. Günther mit TH. Das ist in Sachen Tischtennis-Historie, Tischtennis-Memorabilia, Sammlerstücke. Möglicherweise weltweit die Nummer 1, zumindest aber einer der ganz großen Top-Leute. Er hat ein mobiles Museum, das er schon seit 25 Jahren mittlerweile auf Großveranstaltungen mitbringt und ausstellt. Auf German Open, auf Europameisterschaften, auf Senioren-Europa- und Weltmeisterschaften ist er vertreten. So ganz nebenbei auch da wieder einige Videos bei
dem allseits bekannten Reinhard Steinbecher unter dem Namen Tischtennis Museum Günther Angenehm. Das lohnt sich da zu gucken, weil er hat Schätze ohne Ende, er hat Fachwissen ohne Ende, er hat Fachliteratur ohne Ende. Weil ohne Ende Dingen war er live dabei und das natürlich schon zu einer Zeit, als wir alle noch in die Windeln gemacht haben. Wer den Sport verstehen will, muss die Geschichte verstehen. Und das macht man bei Günther Angenehm. Hat auch eine eigene, neben der Facebook-Seite, eine eigene Internetseite. Die muss man auch unter dem Namen Günther Angenehm googeln. Genauen Namen habe ich da nicht im Kopf. Aber googeln oder bei Facebook anfragen. 18.000 Fotos, Zeitungsausschnitte, Infos. Die Welt des Tischtennissports. Von den Zeiten, wo es noch Ping-Pong hieß oder Wiff-Waff oder sonst wie, bis zum Jahr 2017. Das ist aber so typisch Masur, ja. Er holt auf 8-8. Und dann spielt er doch wieder nicht mehr diese Taktik, mit der er das 8-8 eingefahren hat, sondern ein bisschen Risiko. Keine Ahnung, warum die lachen, denn das ist ja nicht der erste Schlag, den er da auspackt in diesem Stil. Yes! 10, 10. Komm mal weiter. Komm. Kurz, damit er nicht wieder Augen zu durchspielt und dann aggressiv hinterher. Ja. Also, zu guter Letzt dann doch der Abonnementsmeister Masur. Ja, jetzt habt ihr gerade alle 30 des Leberkäst-Turniers gesehen. Auch ein Hobbyspieler mit 7 Punkten Vorgabe. Nachher einen Bayernligaspieler an den Rand der Verzweiflung treiben. Vielen Dank fürs Spiel. Ja. Also wie gesagt, das muss man nachprüfen. Ich will da nichts unterstellen, aber seine eigenen Mannschaftskollegen haben mir da etwas anderes erzählt. Aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Vielleicht waren das Trainingsmatches. Er trainiert jedenfalls beim Post-SV Nürnberg. So viel steht auf jeden Fall fest. Die Frage ist also, ob er schon an einem offiziellen Wettkampf teilgenommen hat. Das möglicherweise noch nicht. Da müsste ich recherchieren. Aber angemeldet ist er laut Angaben seiner Vereinskollegen beim Post-SV Nürnberg und trainiert dort. Wie auch immer, man sieht, dass seine Einstufung in die Hobbyklasse absurd ist. Bei allem Respekt für den Wahnsinn, den er hier auf den Tisch zaubert. Und mal sehen, was aus dem Burschen wird, wenn er noch ein bisschen richtig trainiert und Wettkämpfe spielt. Ja, und jetzt zeigt er uns allen, wie er es macht.